Hi zusammen, ich wollte euch heute ein cooles Paket vorstellen, was gerade bei mir angekommen ist. Ihr wisst ja, ich habe an Tactical Dad ein Paket verschickt und er wollte sich bei mir dafür herzlich bedanken und hat mir selber ein Paket zugesandt. Das möchte ich jetzt unboxen und wollte euch zeigen, was er mir da zugeschickt hat. Ich weiß selber noch nicht, deswegen lassen wir uns mal überraschen. So, schauen wir mal, was drin ist. Wartet. Da ist, glaube ich, noch ein Brief drin. Nee, da sind Papiere drin. Schauen wir mal rein, was ihr hier Schönes reingetan hat. Wow, da ist noch ein Päckchen. Schauen wir mal hier rein, was hier Schönes drin ist. Ups, sorry, ich bin dran gekommen. Fühlt sich an wie Munition, bin mir aber nicht sicher, was das genau ist. Es kann gut sein Deko-Munition, das kann was anderes sein. Ja, schauen wir mal. Ja, Deko-Munition. Wow, freue ich mich richtig drüber. Das wird auf mein Regal passen, was ich mir vorbereitet habe für die Munition. Dankeschön schon mal Tactical Dad an dich. Und das in zweifacher Ausführung. Einmal hier die Hülsen, glaube ich, dazu. Noch auch die anderen Hülsen. Super geil. Geilo Milo. Freue ich mich richtig drüber. Dann schauen wir mal weiter. Das ist noch nicht alles. Boah, das ist jetzt was Schweres. Mal schauen, was da drunter steckt. Schön verpackt. Nein, ne? Nein. Wie geil. Hat er mir eine Trainingsgranate zugeschickt von der Bundeswehr? Wow. Wow, 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 das ist, glaube ich, eine Gasgranate. Ich bin baff. Ich bin baff. Geil. Das habe ich mir immer gewünscht. Danke, danke, Tactical Dad. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann schauen wir mal noch weiter. Das ist hier eine Kette. Eine Kette. Moment, was ist das für eine Kette? Schauen wir mal. Da muss ich mal Tactical Dad fragen, was das für eine Kette ist. Die sieht auch cool aus. Die kann man, glaube ich, um den Hals tragen. Aber wofür die ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Na, das ist eine richtig coole Kette. Wow. Danke, 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 Tactical Dad. Da kommt noch was. Bin immer erstaunter. Was ist das? Ach, der Zünder für die Granate. Das ist das, was auf die Granate draufkommt. Wow. Also, ich bin buffer denn je. Wirklich. Unglaublich. Dann öffnen wir mal das zweite Paket, was hier drin war. Schauen wir mal da rein. Habe ich selber noch nicht geöffnet, deswegen ein bisschen Geduld mit mir. So. Das sind Ach, das sind die Tabletten, die beruhigen für die Arbeit. Das sind bestimmt diese Schokodrops. Cool, finde ich echt geil. Geil, 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 geil. Ah, ist das ein Magazin? Oder was ist das?
kann ich nicht genau beschreiben, was das ist. Ist, glaube ich, eine Magazinschuh oder irgendwie was. Ja, ein Magazin ist das, glaube ich, ne? Ich bin mir da nicht sicher. Geil. Ich muss mal Tactical Dad anschreiben, wofür die Kette genau ist und wofür diese Box ist. Und dann haben wir hier noch was? Das ist, glaube ich, Kaffee? Kaffee oder sowas? Kann ich jetzt nicht genau sagen, was das ist. Schaut euch das mal an. Ich bin echt total geflasht von den ganzen Geschenken hier. Ich weiß selber nicht, wie ich mich dafür bedanken soll bei Tactical Dad. Es ist echt für mich nur baff bin ich. Und dann gibt es hier noch, glaube ich, Aufkleber. Von dem VDB, glaube ich, ist das. Wenn ich bis ja, von dem VDB. Und von dem Schützenverein, glaube ich. Vielen, vielen lieben Dank. Die werde ich mir auf jeden Fall irgendwo aufkleben. Und hier noch eine schöne Karte drinne für den VDB zum Ausfüllen. Cool. Super, mega, Dankeschön. Ich freue mich richtig. Dankeschön, Tactical Dad, an dich. Dass du mir solche Pakete... Ach, hier ist, glaube ich, noch was, oder? Jo, hier ist noch was. Ich hätte das fast nicht ausgepackt. Ich hatte gedacht, das ist ein Polster. Ich hätte das fast nicht... Nein, ne? Nein. Nein. Nein, ich bin... Nein. Ich kann keine Worte mehr finden. Ich habe eine Schreckschusswaffe von ihm bekommen. Das ist... Nein, Tactical Dad. Das ist unglaublich. Ey. Unglaublich. Wow. Ich weiß nicht, wie ich mich dazu äußern soll. Also echt fassungslos. Dann ist hier noch was drinne. Ich bin sprachlos. Sprachlos. Warte mal. Ich kann es einfach nicht fassen. Wartet, das muss ich aufschneiden wieder. Das ist, sieht aus wie Munition, Kleinstmunition. Und drinne, hier haben wir noch, glaube ich, auch Kleinstmunition. Wartet, da schaue ich mal kurz rein. Ich bin echt fassungslos. Eine Schreckschusswaffe habe ich bekommen und Munition, Und das ist Munition für kleine Schreckschusswaffen, glaube ich, ist das. Kaliber 6 mm, glaube ich, Flobbert sind das. Und das sind die ganz kleinen, glaube ich. Das sind die 2 mm. Wow. Tactical Dad, du hast dich echt total übertroffen. Ich bin total baff, was du mir hier alles zukommen lassen hast. Also... Ich habe keine Worte mehr, wirklich nicht. Wirklich nicht. Die Granate hast du mir schon ein, weiß nicht, einen Traum erfüllt. Und mit der Schreckschusswaffe, ich bin echt unfassbar erstaunt. Die werde ich gleich einmal begutachten, was das für eine genau ist. Und werde mal nachforschen im Internet mit einem Abschussbecher direkt für Silvester. Unglaublich, und es ist, glaube ich, ein Vorderlader, wenn das mich nicht ganz täuscht. Unglaublich. Unglaublich. Danke dir nochmal, Tactical Dad. Und wer den Kanal vom Tactical Dad nicht kennt, ich setze euch den Link unten in meiner Beschreibung und besser gesagt auch im Titel. Und schaut euch mal bei Tactical Dad um.
Und für so ein Geschenk kann ich nur sagen, danke, 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 danke. Na? Und bis zum nächsten Video, euer Blind Edisi Micha.